Gute, herzlich willkommen zum neuen Video. Ja, vom letzten Mal filmen, das ist schon ein Augenblick her. Ich denke mal, das ist jetzt eine gute anderthalbe Woche. Also wir hatten ja dann noch die Siloballen weggefahren. Am nächsten Tag hat es angefangen zu regnen. Das waren 4 mm. Und ja, dann war das immer mal mehr, mal weniger. Letzten Samstag, da hatten wir bestimmt 4-5 cm Schnee, da war alles weiß. Der ist zwar jetzt wieder weg, aber es regnet immer noch, ist immer noch kalt. Und es hat sich irgendwie überhaupt gar nichts ergeben. Es war nicht wirklich was zu tun. Ja, jetzt bin ich gerade hier wieder unterwegs, hol den Kipper. Ich will wieder die Pferdeboxen misten. Und mal kurz, wo wir sind. Der Ententeich ist wieder da. Also mit Aussaat war da noch nichts. Das wird auch noch einen Augenblick dauern. Aber das ist halt nun mal so. Ja, wir hatten jetzt in dieser Zeit, ich weiß nicht genau, ich denke mal zwischen 16 und 20 mm Niederschlag. Also das ist schon mal gar nicht verkehrt. Die erste Gerste, die läuft auf, also die ich als erstes gesehen habe. Da fahren wir nachher mal hin, da gucken wir mal. Und ich denke mal, dass das jetzt die nächsten Tage wieder weitergeht. Dass da wieder Filmenswertes gibt. Ja, in diesem Sinne, bis später. Gerade eben Mist abgekippt. Ich weiß nicht, sieht man das jetzt hier? Kommt schon wieder Hagel. Unglaublich das Wetter. Wenn wir gerade schon dabei sind, machen wir gleich eine kleine OKF. Hier ist eine Weizenfläche. Ich denke, man sieht es da, wo es so hell ist. Da habe ich beim Streuen den Schieber zu spät aufgemacht. Sieht man dann gleich, also das heißt gleich nicht, aber so sieht das dann aus. Aber ansonsten bin ich mit den Weizen ganz zufrieden. Uns regnet schon wieder.
Mistfahren ist fertig. Jetzt bin ich mal hier von meinem Platz im Garten. Gruppe, Saatbettkombination, Schallwege, was da so alles steht. Das lagere ich jetzt mal um auf einen anderen Platz, weil ich brauche den Platz jetzt hier zum Mulch abstellen oder wenn das nachher ans Heu geht für die Mähwerke, Schwade, Wände, was da so immer all rumsteht. Die Bodenbearbeitungsgeräte brauche ich jetzt nicht mehr und dann räumen wir das jetzt mal um. So, manchmal werden hydraulische Oberlenker doch ganz schön. So, den fahren wir erstmal an die Seite und der Rest fahren wir mit dem Fergesund weg. Also den Frontkupper, den mache ich immer auf die Gabel, nehme ich den so mit, den brauche ich nicht anhängen. Der ist selbst gebaut, den hatte ich für den Fergesohn vorne mal besorgt. Wie wir mit dem gesät haben, hatten wir dann vorne den Kupper dran, hinter die kreislichen Sämaschinen. Oh, Punkt drauf. Und das hat auch ganz gut funktioniert. Nehmen wir den mit. Und hier den Kupper. Vor allem der Frontpacker, Kratzer, Abfahrt.
wie versprochen, sind wir jetzt bei der Sommergerste. Das ist jetzt hier. Das war der erste Acker, den ich gesät habe. Also man sieht die Reihen schön. Da kommen sie überall raus. Und wenn wir das Saatbett jetzt hier mal angucken. Das ist jetzt alles feucht. Aber man hat hier immer noch hier die paar dicke Knäuel, wobei die einfach auseinanderbröseln, wenn man das hier so mit der Hand zerdrückt. Wenn ich das jetzt gewalzt hätte, dann wäre das ganz fein gewesen und nach dem vielen Wasser wäre das quasi verschlemmt oben. Und wenn jetzt die Sonne wieder drauf schaut, wenn es jetzt nächste Woche wieder wärmer wird, dann wird das hart wie Beton. Die Gerste wächst auch, aber so tut sich wahrscheinlich ein bisschen schwer. Und so ist das hier eigentlich optimal. Es hat gleich drauf geregnet, da kann man sich einmal die Arbeit sparen, man spart den Sprit. Und ja, man macht eigentlich nichts verkehrt dabei. Hier auf der anderen Seite. Hier ist der andere Acker. Wenn man hier mal drüber guckt. Kommen auch überall die grünen Spitzen raus. Ja, und dann denke ich mal. Boah, es ist ganz schön windig hier. Denke ich mal, haben wir da einen guten Start geschafft. Und bin ich mal gespannt, wie es weitergeht, wie es wächst. Und was es nachher für einen Ertrag gibt. Ihr habt es gesehen, das Dreieck ist dran. Das heißt, wer weiß es, die nächsten Tage wird das Mähwerk geholt, das neue. Servus! So Leute, wir sind unterwegs. Wir holen jetzt das Mähwerk, das neu gebrauchte. Also neu ist es nicht, hat schon ein paar Hektar gemäht, aber für mich ist es quasi neu. Lennart fährt. So, der Moment ist gekommen. Jetzt zeige ich euch mal das neue Frontmähwerk. Das hängt schon vorne dran. Wer sich da jetzt ein bisschen auskennt, der sieht genau, es ist wieder ein Deutz. Und zwar KM 429 FS. Das alte war ein KM 327 FS. Das mit dem 3 oder 4, das weiß ich nicht, was ich da, wahrscheinlich die Serie oder wie auch immer. Auf jeden Fall hatte das alte 2,65 m, also 2,70 m. Deshalb die 27. Das hat jetzt 2,90 m. Eigentlich 3 Meter, 2,90 m, weiß ich nicht, ist auch egal. Deshalb steht da die 29. Und ja, der Unterschied ist halt hier der Seitenschutz, der ist hier aus Plastik, der war bei dem alten noch aus Blech. Und wenn wir jetzt mal hier drunter gucken, dann haben wir hier außen zwei große, innen zwei kleine Teller. Und die zwei kleinen innen drin, die sind quasi genauso wie bei dem alten. Das ist quasi identisch, nur
der äußere hier, der hier, der ist größer. Und ja, wie gesagt, das ist jetzt das neue Frontmähwerk. Bin ich mal gespannt, wie es funktioniert, wie es läuft. Bis zum Heumachen dauert ja noch ein paar Tage, aber dann kommt das schon in Einsatz. Und ja, wie gesagt, freut mich auf jeden Fall, dass das so gut geklappt hat hier, dass ich das Mähwerk gekriegt habe. Und dann würde ich mich bedanken fürs Zusehen. Wahrscheinlich, wenn ihr das Video jetzt gesehen habt, dauert es nicht mehr lang, dann ist Ostern. Dann wünsche ich euch alle schöne Osterfeiertage. Genießt das ein bisschen daheim. Was auch immer man so macht, wenn man daheim ist. Bei mir ist es meistens so, wenn ich Urlaub habe oder daheim bin, dann wird doch der ganze Tag irgendwo geräuscht und gemacht. Liken und abonnieren nicht vergessen. Und das nächste Mal kommt mit Sicherheit einer von den zwei Rabegruppen in Einsatz. Der große oder der kleine, weiß ich nicht. Dann kommt die Sämaschinennummer in Einsatz. Die Spritze kommt in Einsatz. Die Wiesenschleppe mit Sicherheit auch. Es wird auf jeden Fall interessant. Und wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht, müsst ihr einschalten. Also, bis dahin, macht's gut. Ciao.